Hey Leute, das ist ganz herrlich willkommen bei WTN Germany. Chef der Deutsche Bank Tochter DWS muss gehen. Am Dienstag durchsuchten Staatsanwaltschaft und Finanzaufsichtgebäude der Deutschen Bank und ihrer Tochter DWS. Jetzt gibt es personelle Konsequenzen. Die nach Vorwürfen wegen sogenannten Greenwashings bei Finanzprodukten unter Druck stehende Deutsche Bankfonds Tochter DWS wechselt ihren Chef aus. Stefan Hubs werde auf der Hauptversammlung am 9. Juni als neuer Vorsitzender der Geschäftsführung eingesetzt, teilte die DWS in der Nacht zu Mittwoch mit. Der bisherige Chef Asoka Wörmann werde sein Mandat am selben Tag niederlegen. Hubs kommt vom Mutterkonzern, dort war er als Leiter der Unternehmensbank der Deutschen Bank tätig. Gründe für den Wechsel wurden nicht mitgeteilt. Zuletzt hatte der bereits seit längerem existierende Ärger wegen der Greenwashing Vorwürfe wieder hohe Wellen geschlagen. Am Dienstag bekamen die Deutsche Bank und die DWS Besuch von Ermittlern, die Räume in der Zentrale des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt am Main sowie im benachbarten Gebäude der DWS durchsuchten. Beteiligt waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft etwa 50 Einsatzkräfte von Staatsanwaltschaft, Finanzaufsicht BaFin und Bundeskriminalamt BKA. hey guys this is gunsham welcome to wtn germany if you want to more update regarding european and germany news then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family thank you very much for watching our video thank you